Genau, und jetzt sind die hier in Lockup, müssen in ihrer Zelle sitzen. Was hat der da? Ein bisschen Post, ein Buch. Ja, schön. Jetzt haben sie Yard-Zeit, hier rauszugehen. Die brauchen auch noch einen Common Room, sonst ticken die, glaube ich, aus. Weil alles andere haben die ja jetzt hier, Kantine und so, teilen die sich ja noch, aber die Common Rooms sind halt immer bei den Zellenblöcken mit dabei. Und deswegen ist es, glaube ich, eine gute Idee, wenn wir den jetzt hier auch noch da reinbauen. Und dann mit ein paar Objekten, dass die sich hier auch wohlfühlen. Ich meine, man könnte zwar argumentieren, dass die, wenn die in diesem Teil vom Gefängnis sitzen, das nicht so sehr verdient haben, sage ich einfach mal. Aber auf der anderen Seite wollen wir denen natürlich auch noch ein bisschen Würde geben, dass sie hier sagen können, ja, damit die halt noch an sich selber glauben hier drin. Die kriegen sogar einen Spielautomaten. Alle anderen haben ja auch einen, oder? Mit dem Minimum haben nur einen. Ja, das machen wir einfach mal so, damit die sich hier ein bisschen beeilen können und auch telefonieren können und alles. So, und den da unten wollten wir an die, also ich wollte das besonders, wollten wir hier an dieses Netz anschließen, damit hier die, die Dinge auch funktionieren. Und hier ist jetzt auch schon bewaffnet. Die sehen ziemlich cool aus. So, wer ist das? Eine Visitorin. 51-jährige Mutter von einem Insassen. Ah, der Zaun kommt aber gut voran jetzt. Ja, ist doch schön. Dann selle ich die mal hier oben, während alles andere so seinen Lauf geht. Seinen Lauf nimmt, meine ich. Und ich sehe gerade, wir haben auch die Überwachungskamera in der Kapelle nicht angeschlossen. Es kommt davon, wenn man alles gleichzeitig macht und dann tausend Sachen anfängt. Und da ist gleich wieder ein Zettel über eine Notiz von irgendwas, von diesem Spiel hier. Dann schauen wir das mal an. Prisoners. Die haben Bedürfnisse, Essen, Sauberkeit, Soziales und Erholung und Schlaf. Und die haben eine Anzeige, der den Skill anzeigt. Okay, ja gut, dann toll. Aber dann verbinden wir mal bei Utilities die Kameras. Connect. Jetzt ist er nicht da, oder was? Und warum habt ihr hier keine Wand? Weil ich die Wand durch Holzboden ersetzt habe. Das habe ich natürlich ganz schlau gemacht und auch absichtlich, wie ihr alle wisst. Und ich hoffe, ihr habt schon 10-mal in die Kommentare geschrieben. Ja. Ich glaube, die meisten Leute, die hier in ihre Freizeit hochgehen, sind tatsächlich Rote. Das heißt, wir sollten vielleicht darauf achten, dass wir hier noch die eigene Kapelle noch irgendwie ranbauen. Und da drüben ist wieder irgendwas los. Ja, in der Kantine gibt es immer irgendwie Stress. Vielleicht sollten wir da... Da sind zwei drin und... Ja, vielleicht sollten wir dann nochmal... Ja, eine Hundepatrouille ist auch schon drin. Also irgendwie... Weiß nicht, irgendwie, aber das ist halt jetzt wieder ein Roter, oder er ist rot geworden, weil er, können wir nachschauen, ich glaube, der war schon vorher. Das heißt, wir müssen einfach warten und hoffen, dass das hier schnell fertig wird. So, da bin ich wieder. Das war mal wieder die Tür. Und ich habe mir zwischendurch überlegt, ob wir vielleicht, ich meine, wir haben gerade nicht so viel, massig viel Geld, aber ich meine, wir warten jetzt wahrscheinlich schon seit mehreren Folgen darauf, dass dieses blöde Fundament hier endlich fertig wird. Und ich habe irgendwie den Eindruck, dass die Bäume schneller nachwachsen, als sie hier von uns gefällt werden. Deswegen habe ich jetzt einfach nochmal 10 Arbeiter angestellt, die hier... So, das kann ich eigentlich... Nee, ich kann das nicht openlocken, weil das hier auch der Hof ist für die Leute. Die dann einfach rauslaufen könnten.
Nee, aber dann geht's hier mal so ein bisschen voran. Da ist gerade keiner drin. Genau, und die kann ich halt nachher noch entlassen, wenn das Ding hier fertig ist. Aber ich meine, wir werden so viele Arbeiter brauchen, allein um dieses alles hier aufzubauen. Da macht es, glaube ich, gar kein Problem. Der holt hier die Schmutzwäsche fleißig ab, beziehungsweise die. So, und hier brauchen wir wieder Wasser. Und wir können das eigentlich gleich als Zellen noch ausschreiben. Bei Doors. Oh, sorry, ich bin gerade voll unkonzentriert irgendwie. Cell machen wir mal so. Und Utilities machen wir mal so. Warum pausiere ich das? Wir warten eh die ganze Zeit darauf, dass es hier vorangeht. Und dann pausiere ich es auch noch. Jetzt stelle ich aber doch noch mal ein paar Tische hier hin. Einfach weil ich den Eindruck habe, dass es nicht schaden kann. Wenn die sich vielleicht auch ein bisschen mehr aus dem Weg gehen können. Und vielleicht auch, wenn sie ein bisschen mehr Essen haben, das bekommen sie danach auch als nächstes. Es ist jetzt ein bisschen sinnlos, dass die hier nachts, also es ist gerade halt 7 Uhr abends, glaube ich, ja. Und die, nee, 7 Uhr morgens war es gerade, also gerade war eben die Nacht und die Gefangenen haben halt geschlafen und trotzdem haben wir hier voll besetzt die Wächter in der Küche. Das könnten wir zwar einstellen mit der Uhrzeit, machen wir vielleicht wahrscheinlich später. Habe ich halt einfach gar keine Lust drauf, weil das ein ziemliches Gefummel ist und dann so. Ja, und dann sind die da und da und dann muss man so. Okay, wenigstens ist keiner gestorben, sage ich einfach mal. ja, das sind 7. Wir können es ja mal. Policy. Die werden auch hochgestuft, wenn sie einen anderen Gefangenen angreifen. Ja, so machen wir das einfach mal. Und wenn sie einen Polizisten, also einen Wächter angreifen, dann bekommen sie Maximum Security. Und wenn sie. Wenn sie ausbrechen wollen, auch. Es kann ja nicht sein, dass wir jemanden ausbrechen lassen und der dann einfach hier bei den Medium-Leuten rumchillt oder so. Haben die inzwischen. Wahrscheinlich wurden die. Ach ne, gerade sind die Zellen ja nicht besetzt, dann kann man es schlecht sagen. Ich überlege halt gerade, ob die beiden immer noch hier sind oder ob die inzwischen, also das können wir ja sehen. Ja, jetzt sind es nur noch 16, entweder die wurden hochgestuft, weil sie sich nicht benommen haben, oder sie wurden halt entlassen, das kann ja auch sein. Was ich mich auch frage ist, wenn hier, also das ist jetzt besser, dass die Minimum-Leute hier sind auch, weil dann die haben hier die Fenster und das sind halt die besseren Zellen. Dann mache ich den auch mal 3 Zellen mit dem Fenster hier hin. Wobei Fenster bekommt mal die ganze obere Reihe. Und ein Bücherregal bekommen nur die 3 hier. Einfach damit wir da wieder eine Unterscheidung haben von guten und nicht so guten Zellen. So, die machen weiter Kennzeichen und der bringt es hier bei in dem Kurs. Aber Moment, das habe ich jetzt noch nicht verstanden. Serve a single low quantity, low variety. Ah, low, nicht zero, ja, okay. Zero, zero, sowas, was, Regime Policy, genau. Low, genau, hier, use cell ratings, da ist es eben mit den verschiedenen.
So, das habe ich gerade nicht gecheckt. Ich dachte, keine Variety, okay. Aber wir sollen auch ein Single Meal, also keine zweifache Eating Time hier. Da könnt ihr dann stattdessen 2 Stunden duschen und dann Free Time. Einfach so als Forschung, wie es bei den Leuten ankommt. Wahrscheinlich nicht so gut, aber bisher haben wir es ja einigermaßen im Griff. Kann man ja glücklicherweise sagen. Hier geht's auch voran, wenn auch schleppend. Und hier, ja, der Pfad ist halt der Pfad. Und wie sieht's hier unten aus? Hier unten sieht's schon besser aus, aber auch noch nicht so genial. Da mache ich mal einfach nochmal neu den Paving Stone drüber, damit der überall hinkommt, wo vorher ein Baum stand, was dann... Ja, halt. Abgerissen wurde der Baum, also gefällt, meine ich, nicht abgerissen. Das gleiche hier oben. Da muss man natürlich wieder zu Materials gehen, zu Paving Stone, und dann mache ich einfach mal den hier. Genau. Und was machst du? Du bist ein Visitor, du bist der Vater von einem Insassen. 63 Jahre. Sehr gut. Und die Gärtner kommen hier alle gerade rein, um den Hof sauber zu machen. Das ist natürlich schön. Machen es aber an den Stellen sauber, wo es schon sauber ist, und nicht ungefähr hier, wo es dreckig ist wie sonst was. Aber ich glaube, wir sollten mehr Gärtner einstellen. Ja, die Dusche ist inzwischen schön. Ich frage mich, haben wir hier auch schon Boden reingemacht? Keine Ahnung. Ich glaube, ich hatte das dann doch nicht gemacht. Aber ich kann ja mal in den Krankenflügel, da kommen halt auch einfach Fliesen rein, damit es halt schön steril ist alles, genauso wie hier. Und dann kommen hier Metallboden rein in diese Zellen hier. Ist natürlich toll, wenn ich jetzt solche halbwegs sinnlosen Aufgaben vergebe, während wir hier eigentlich nur noch darauf warten, dass dieses Ding hier fertig ist. Und sehe ich das gerade richtig, dass das hier schon fertig ist? Das wäre natürlich eine tolle Sache. Ja, das ist fertig. Die haben nur noch hier diese Grafikfehler drin. Vielleicht, wenn ich dann zu Utilities gehe. Nö, da hast... Egal, wenn man hier dann anfängt, was zu bauen, oder wenn das ganze Ding hier fertig ist, dann geht dieser Grafikfehler auch weg. Ja, dann schauen wir mal. Brauchen wir hier noch eine Wand vorne? Bitte einmal Wand. Und hier einmal Wand. Und hier einmal Wand. Und hier auch, bloß dass es da noch nicht fertig ist. Die könnt ihr auch bitte voranmachen. Die Hypo-Vereinsbank ist auch schon da. So, was haben wir denn gerade für Leute? Wir haben 7 davon, 16 davon und 29 davon. Und wie viel Kapazität haben wir hier? 31, und wir haben 29 von denen. Das heißt, da kommen dann 2. Ja, 2 Minimum Security kommen in 10 Stunden. Okay. Na, hast du was? Nee, hast du nichts. Aber der Guard war auch schon tired. Okay. Und das ist jetzt auch schon fertig, wenn ich das richtig sehe. Ja, dann kann da auch schon die Wand rein. Und dann braucht das hier wahrscheinlich eine neue Tür. Da machen wir mal eine Large Jail Door genau hier hin. Und das hier braucht... Moment, das ist jetzt die Küche von den krassen Leuten. Das heißt, die kriegt eine... Ich weiß nicht, Solitary braucht es glaube ich nicht, aber zumindest eine Jail Door. Und da sollen ja auch dann keine Leute dahinter arbeiten, sondern die kriegen hier nur ihr Futter. So, dann ist das hier jetzt auch fertig. Endlich ist das alles hier fertig. Da haben wir jetzt lange drauf gewartet, muss ich sagen. So, so, so.
Hoffentlich ist es jetzt in der Mitte alles, sonst drehe ich mich beim Schneiden wieder auf. So, das müsste alles schön sein, schön mittig hier. Hier kommen die Duschen rein, hier das. Hier kommen die Quadrate rein, die sind dann zwar nicht schön, aber zweckmäßig halt einfach so Säulen im Zimmer. Kann man ja mal so als Deko-Element machen. Dann kommen hier diese Wände rein. Genau. Und dann müssen wir hier unten noch eine Lösung finden, und zwar, dass die hier nicht rauskommen. Das heißt, das würde ich ganz einfach machen. Ich würde dann hier so ein kleines Viereck machen, was dann Staff-only ist, und dann hat sich das auch schon. Das Problem ist, wir können hier, glaube ich, keine... Also hier können wir das nicht mehr machen. Das heißt, wir müssen die Tür irgendwo hierhin verschieben und müssen den Gang dann entsprechend verlängern. Was aber an sich jetzt auch nicht so das krasse Problem ist. Wir müssen es halt einfach machen. Und das mache ich jetzt einfach mal hier. Und das braucht einen Eingang, das ist natürlich klar. Da machen wir natürlich eine Large Jail Door. Und das ist dann gleich quasi eine doppelte Tür. Das heißt, wenn jetzt die Bäume hier wegkommen, können wir das Ding auch hinsetzen. Sehe ich das gerade richtig? Und jetzt haben wir halt wieder 20.000, weil wir wahrscheinlich selber gerade lange nichts verkauft haben. Also nicht 20.000 an Geld, sondern 20.000 Cashflow. Also es ist täglich, okay. Hätten wir auch lesen können, daily. Und wir bekommen halt täglich 36.000, zumindest wenn der durchschnittliche Tag so aussehen würde wie der Tag, an dem es dran steht. Ich glaube, das ist immer heute oder so. So, ihr beeilt euch bitte auch hiermit. Die Lampen sind alle da, haben aber keinen Strom. Das heißt, der Strom kommt einfach mal hier hin, wenn ihr euch beeilen würdet mit dem hier. Okay, das ist fertig. Das heißt, der Fernseher wird bitte dismantelt. Und dann ist Deployment hier bitte auf jeden Fall Staff Only. Und dann kommt da auch schon die Tür rein, die Large Jail Door. Dahin genau. Und eigentlich können wir dann auch gleich anfangen, die hier zu dismanteln. So, alles da bitte. Und bitte ein bisschen schnell. Hier fehlt uns jetzt die Tür, die konnten wir vorhin auch nicht einbauen, weil da ein Baum im Weg stand, was ich so ein bisschen komisch fand, aber so, jetzt können wir sie einbauen und bitte zuerst, weil sonst können wir den ganzen Rest hier drin nicht bauen. Und sonst fehlt hier noch eine Mauer. Jetzt ist es wieder schön, jetzt können wir nicht, jetzt können wir wieder anfangen zu bauen hier. Genau. Dann, wer kommt da nochmal rein? Die hier, diese, die Medium. Dann kopiere ich gleich mal deren Zellen. Autosave. Nicht wackeln. Und dann machen wir auf einmal alle die hier hin. Und das wird dann alles Medium Security. Ja. Dann machen wir mal ein Deployment, das ist dann auch Medium hier oben, so wie das Steak. Und dann
Ja, dann machen wir mal weiter. Hier unten nämlich, wo die Wand jetzt zu ist. Also irgendwie traue ich mich noch nicht, die Wand hier reinzubauen, bis das Ding hier fertig ist. Vor allem haben wir auch kein Geld dafür. Vielleicht waren die Zellen doch ein bisschen teuer. Aber ich meine, wenn die erstmal voll werden, dann... Ja, wir bekommen halt auch einfach 26 Gefangene jetzt schon neu. Und ich will nicht wissen, was... Oder sind es die 26 wir hier oben? Ich will halt nicht, dass hier 26 Leute drin wohnen, bis unsere Bauarbeiter sich mal bemüht haben, hier fertig zu werden mit. Aber wir können das ja so ein bisschen, ja, beschleunigen. Gleichzeitig können wir hier... Nee, können wir nicht, weil wir keine Funds haben. Okay. Dann, Sell Object, alles. Damit kamen wir immerhin schon in positive Zahlen. Das heißt, so einfache Sachen wie Mauern und so können wir uns jetzt wieder leisten. Und jetzt haben wir es schon wieder 4000. Spannende Unterhaltung, aber irgendwie ist es auch irgendwie ja so, wie wenn man gerne irgendwas anschaut, so oddly satisfying, wenn irgendjemand was macht, aber wahrscheinlich übersehe ich hier genau ein Ass-Ding irgendwo und das regt euch dann so auf, dass ihr das nicht genießen könnt oder so.